Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nitro Killers Box von 9mm. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nitro Killers von 9mm, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Das ist die Box aus Metall, kommt hier im Hochformat, so eine klassische Metallbox vom Format her. Hat hier am Deckel einiges abbekommen damals beim Versand, leider Gottes. Aber ansonsten ist hier noch alles tiptop in Ordnung. Auf dem Cover lesen wir hier einmal Rock, Rotten's 9mm AC Rock'n'Roll, 9mm Nitro Killers, also früher hieß, glaube ich, die Band auch 9mm AC Rock'n'Roll, mittlerweile eher 9mm geläufiger. Hier oben haben wir dann drei Gestalten, beziehungsweise vier. Sieht so ein bisschen nach, ja, was heißt bisschen, es sieht ziemlich stark so nach Wilden Westen aus vom Artwork her. Hier dieser goldene Sheriffstern, generell die ganze Aufmachung her, erinnert sehr stark an diese ganzen Wilden Western-Filme. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, 9mm Nitro Killers Limited Deluxe Fanbox, inklusive Nitro Killers CD im Digipack, exklusive Bonus CD, Heckscheibenaufkleber, Gürtelschnalle mit Gürtel, signierte Autogrammkarte und Patch. Haben wir hier auch nochmal veranschaulicht die Inhalte, dann gibt es hier noch die beteiligten Labels und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal rein, hier geht das Ganze auf, so von innen Silber. Und hier haben wir als erstes einmal den Heckscheibenaufkleber, der ist hier zusammengerollt. Als nächstes der Gürtel, der Stoffgürtel. Das Album an sich im Digipack. Dann haben wir einen Patch, den Sheriffstern hier zum Aufnähen. Dann die Autogrammkarte und zu guter Letzt noch die Bonus-CD zum Album. Ansonsten hier nichts weiter drin. Packen wir mal zur Seite die Box. Und als allererstes müssen wir mal die einzelnen Inhalte aus der Folie holen. Zwei speziell, die hier. Der Rest kommt ohne Folie. So. Werden wir einmal aufschneiden. Das ist der Gürtel. Und dann haben wir hier noch das Album natürlich auch noch eingeschweißt. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Das ist das Album Nitro Killers von 9mm. Cover ident mit dem von der Box, nur hier sehen wir es dann etwas besser und die Farben generell etwas besser, weil auf dieser schwarzen Metallbox die Farben ja nicht ganz so klar waren oder nicht ganz so satt waren. So, auf der Seite auch beschriftet. Das Ganze ist erschienen über Rodeo Star. Genau, hier lesen wir es. Rodeo Star Records. So, die Tracklist. 12 Stück an der Zahl. Barcode. Dann gibt es hier noch diverse Einschusslöcher hier im Holz und Dynamitstangen. Dann kommen wir zum Innenleben. Auf der linken Seite haben wir das Booklet, rechts die CD. Wir starten wie immer mit dem Booklet. So, Nitro Killers, Melodien wie Dynamit, vollendet aus Pulver, Blei und Whisky. So, hier geht's los. Die Tracks sind hier abgedruckt. Also, die Lyrics hier erfasst Wort für Wort, wunderbar. Hier kann man dann mitlesen, mitsingen, nachlesen, was immer man möchte. Jeder Track hat hier seine Lyrics. Dann die vier Herrschaften hier abgebildet. Ja, also auch hier die Fotos sehr stark in diesem Western-Look. Auch die Outfits natürlich. So, weitere Lyrics. Sehr, sehr viele Lyrics. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Infos zu den einzelnen Tracks. Und natürlich Danksagungen, Grüße etc. Und nochmals die Tracklist. Gut. Dann kommen wir zur Album-CD. Die kommt hier, so wie das Innenleben dieses Digipacks hier, in dieser, na,
Geht gar nicht raus. Ah, so. Die CD hier, ebenso wie das Innenleben des Digipacks, in dieser Holzoptik. Sieht so aus wie so eine Bretterwand. Dahinter wieder der Sheriffstern. Packen wir mal zur Seite. Aber mit den 12 Cracks des Albums nicht genug, denn wir haben noch eine Bonus-CD. Die kommt hier recht einfach, und zwar hier in so einer einfachen Hülle. Hier vorne glasig zum Durchsehen, aber ansonsten einfach so schwarze Papierhülle. Das ist die CD. Hier lesen wir Bonus-CD. 3 Tracks obendrauf. Und der 4. ist dann ein Audiokommentar. Eine persönliche Albumbesprechung von Rock Rotten. 7 Minuten 12 dauert die. Also, das ist auch etwas Besonderes. Gibt es ja recht selten, aber ab und zu machen das Künstler noch so einen Audiokommentar. Gibt es dann meistens irgendwie Track für Track, aber hier scheinbar wirklich so zusammenfassend zum ganzen Album. Als nächstes eine Autogrammkarte. Hier haben wir die 4 Herrschaften. Alle haben hier mit weißem Stift unterschrieben. So sieht das aus. Und auf der Rückseite das Logo der Band, das Artwork. Sehr schön. So, ein Patch ist mit dabei. Wie gesagt, in diesem Sheriff-Stern-Design. Hier lesen wir wieder Rock Rotten's Assi Rock'n'Roll 9mm. Kann man sich dann entsprechend aufbügeln, wenn man möchte, auf die Kleidung, auf den Rucksack, wo man möchte. Ein Heckscheibenaufkleber ist mit dabei, damit man das Ganze auch auf der Straße, auf dem Auto repräsentieren kann. Wir werden hier mal kurz öffnen, denn hier so mit einem kleinen Klebestreifen versiegelt. So, aber jetzt, dann kann man das hier aufrollen. Oh, und es löst sich auch schon aus der Vorlage oder aus dem, also wir lesen hier Nitro-Killers und dann, ich lasse das hier mal zusammengerollt, weil sonst verabschiedet sich der Stern hier komplett. Hier rechts sieht man ihn ebenso gut, dann eben die beiden Sterne. Also dieser Stern ist dann links hier auch nochmal, auch wenn er hier gerade sich ziemlich löst, aber die beiden Sterne und in der Mitte dann eben der Schriftzug. Das Ganze kommt hier eben zum Rauslösen, also wenn man das dann auf die Heckscheibe macht, dann hat man hier wirklich nur die beiden Sterne mit diesem Schriftzug in der Mitte. Der Rest hier, dieser Rahmen rundum, der fällt dann weg. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann auch noch einen Gürtel mit dabei. Einen Stoffgürtel hier in Schwarz. Wie sieht der aus? Der kommt hier komplett in Schwarz, sowohl innen als auch außen. Und dann haben wir hier so eine silberne Metallschnalle. Und hier haben wir wieder dann das Logo, dieses Kreuz. Mit dem Totenkopf und der Patrone und darüber dem 9mm Schriftzug. Das Ganze ist hier schwarz eingefärbt und auch entsprechend geprägt. Auf der Innenseite sieht das Ganze so aus. Man kann diesen Gürtel natürlich dann auch noch Längen verstellen, wenn man hier das Ganze aufmacht. Da hat man dann Zähne, wenn ich es mal kurz vielleicht aufkriege im Moment. Ist ziemlich schwer. So, aber jetzt. Also wir haben hier diese, kann man sehen, diese Zähne. Und je nachdem, wie man die Länge haben will, kann man das natürlich hier dann einstellen. Dann wieder zusammendrücken, sodass die Zähne hier wirklich in diesen Stoff sich reinbohren. Dann ist das Ganze hier fixiert. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann hier dieses kleine Metallstück. Und das kann man dann hier, dann kann man das hier durchführen. Genau. Und hier ebenso wie bei der eben gezeigten Rückseite hat man dann auch hier wieder diese Zähne. Und die kann man dann natürlich auch hier wieder verwenden, um das Ganze zu schließen. Ja, so funktioniert dieser Gürtel. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte schwarze Stoffgürtel. Inklusive der gebrandeten und bedruckten Schnalle, also dieser Gürtelschließe. Dann haben wir den Heckscheibenaufkleber mit den beiden Westernsternen und dem Schriftzug. Den Patch im Sterndesign. Die unterschriebene Autogrammkarte mit den 4 Bandmitgliedern im Querformat. Die Bonus-CD mit den 3 Tracks
plus der Albumbesprechung und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 12 Tracks hier drauf und eben hier die drei zusätzlichen, also 15 Tracks gesamt in dieser Box. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Nitro Killers von 9mm. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 9mm unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.